Hallo, herzlich willkommen zu Thermomix mit Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute einen leckeren Hackbraten, also einen verschierten Braten, mit Kartoffeln, also so marinierte, knusprige Kartoffelspalten und Ratatouille. Also ich finde die Kombination einfach genial, weil bei uns ist es so, ich mag das Ratatouille voll gern, die anderen mögen den Hackbraten voll gern, Kartoffeln mag jeder und ich kann am Ende einfach das jeden am Teller da, was jeder will. Finde ich cool. So, und zwar, was braucht man? Es schaut ein bisschen viel aus und ein bisschen verwirrend, ist es im Endeffekt aber gar nicht. Wir haben also als allererstes einmal die Kartoffeln, das sind jetzt ein Kilo fast, ihr braucht 800 Gramm, aber das könnt ihr nach dem machen, wie viele Personen ihr seid. Das ist jetzt nicht so genau, weil die nicht in den Topf kommen, sondern in den Backofen. Da braucht man 50 Gramm Olivenöl und ich habe da so ein Salz, Pfeffer und scharfer Paprika, also dieser scharfe, rosenscharfe Paprikapulver. Dann, genau, das ist jetzt einmal, sind die Kartoffeln. Dann brauchen wir für den Hackbraten, habe ich da 600 Gramm gemischtes, verschiertes, zwei Eier, Zwiebeln, also eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch brauchen wir für da. Die andere Zwiebel und Knoblauch ist dann fürs Ratatouille. Dann wieder so eine Gewürzmischung, einfach wieder mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer, da diesmal kein scharfes. Dann haben wir da 20 Gramm Olivenöl, 50 Gramm so getrocknete Tomaten, die in Öl gelegt sind. Die tropfen da bei uns dabei ab. Die könnt ihr auch weglassen, wenn ihr das nicht mögt. Dann habe ich da so eine alte Semmel. Die haben wir Würfel geschnitten und die ein bisschen in Wasser eingeweicht und die da ausgedrückt, ganz gescheit ausdrucken. Die macht das Ganze ein bisschen fluffig. Da brauchen wir nur Tomatenmark. Genau, und dann haben wir eben unser Ratatouille-Gemüse. Da habe ich einfach Paprika, 100 Gramm steht im Rezept. Bei mir sind es ein bisschen mehr, weil ich habe nur halbe gelbe Paprika gehabt. Gut 200 Gramm Melanzani, also Auberginen. Und nochmal gute 200 Gramm Zucchini. Also mundgerechte Stücke macht es euch da einfach von allem. Da kommen dann auch nochmal, also wir haben da so diesen Olivenhain. Das ist so ein Gewürz von Thermomix, dieses Spice World. Findet ihr auf der Webseite quasi. Da haben wir ein bisschen was drin, also ein Bruschetta-Gewürz, ein bisschen Salz, Oregano. Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben, alles was in so die mediterrane Richtung geht, könnt ihr euch da dann ein bisschen was zusammenstellen. Dann brauchen wir 50 Gramm Wasser oder 100, das sage ich euch nachher im Rezept, ich weiß jetzt nicht gerade auswendig. Eine Dose gehackte Tomaten und nochmal ein bisschen Olivenöl. Und wir starten. So, ich werde heute noch, das sage ich jetzt nur gleich, zu Beginn, genau. Ich habe mir da vorbereitet, einmal für die Kartoffeln den großen Bäcker vom Pampered Chef und den für den Hackbraten. Er ist zwar da rein ein bisschen klein, der Hackbraten, aber das ist mir egal, wir probieren das jetzt aus. Es funktioniert auch, es ist ja im Prinzip für Schmorgerichte, da eignet sich das jetzt sehr gut. Da kommt jetzt der Hackbraten in den Ofenmeister vom Pampered Chef. Da möchte ich mich einfach nochmal recht herzlich bei Pierre und Sandra aus unserer Gruppe, aus der WhatsApp-Gruppe, ganz herzlich bedanken, weil die haben mir das zur Verfügung gestellt, dass ich das in die Videos einbauen kann. Was ich auch gern tue, einfach weil viele von euch das noch nicht kennen und einfach, dass ihr das einmal live seht. Und jeder, der dann Interesse hat, bitte gerne einfach entweder in der WhatsApp-Gruppe an Pierre und Sandra direkt schreiben oder gern auch an mich und ich leite es einfach an der Sandra E-Mail-Adresse weiter oder ich gebe dem Pierre Bescheid und also es findet sich ein Weg, ihr könnt euch da gern weiterhin dann informieren bei Erna und also da gibt es dann Möglichkeiten für alles. So, Backofen habe ich jetzt auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Da kommen dann die zwei Dinge hinein. Kastenform, das ist eben jetzt in dem Fall bei mir der Ofenmeister und das Backblech ist bei mir in dem Fall der große Bäcker. Ich habe jetzt beide mit diesem Ghee, das ist so eine geklärte Butter ist das eigentlich. Also da wird die Butter aufgekocht und abgesiebt, dass sie dieses aufgeschäumte, also das Weiße von der Butter quasi, dass das getrennt wird von dem Klaren und das tut sich dann einfach in der Tonschüssel und im Kühlschrank, also ich habe es im Kühlschrank, es wird zwar ein bisschen fester, aber es steht im Rezept im Kühlschrank, jetzt steht es da drin. Und mit dem einfach das ein bisschen einfetten, diese Formen. Und das ist auch, soweit ich das jetzt gehört habe, nur am Anfang nötig. Mit der Zeit braucht man das dann nicht mehr machen bei den Pampered Chef Stoneware. Genau, so.
große Schüssel auf den Mixtopf. Da mache ich mir jetzt erstmal meine Kartoffeln. Die habe ich wie immer eingeweicht in Wasser, dass sie nicht braun werden. Die seihe ich immer jetzt ab in ein Sieb und dann, genau, dann was marinieren. So, ihr Lieben, die Schüssel steht drauf. Dann kommen meine 800, das sind ein bisschen mehr. Ihr könnt sie mal Drillinge nehmen, also ihr könnt diese heurigen Kartoffeln, die frischen quasi mit Schale, die es mit Schale essen könnt. Ihr jetzt ganz normal einfach festkochende Spaghetti. Kartoffeln und die passen genauso. Es gibt ja auch die gern diese weicheren bevorzugen. Also das habe ich ja auch schon oft gehört jetzt. Meine Mama ist zum Beispiel auch so. Das könnt ihr genauso hernehmen. Und ihr seht, das bei mir sogar ein bisschen mehr als ein Kilo. Dann kommen eben 50 Gramm Olivenöl da drüber. Dann meine Gewürzmischung. Da haben wir eben dieses, ups, tata, stellen wir uns das Fleisch jetzt da nach hinten. Dieses Salz, Pfeffer und Paprikapulver scharf quasi haben wir in dem Fall. Und das kommt jetzt über das drüber. So, dass das schön da überall ein bisschen benetzt ist, nehme ich mir eben jetzt noch einen Spatel und tue mir das da einfach ein bisschen durchmischen. Da muss ich natürlich jetzt ein wenig aufpassen und dann tun wir es einfach auf den großen Bäcker verteilen. Oder ihr könnt es natürlich auch einfach auf ein Backblech mit Backpapier raufschmeißen. So, meine Lieben, die Kartoffeln, die waren dann bei mir jetzt ins Backrohr und dann geht es auch schon weiter mit dem Hackbraten. So. Jetzt geht es weiter mit der Masse für den Hackbraten. Und zwar brauchen wir da jetzt eine Zwiebel. Ich habe fürs Ratatouille nachher eine rote Zwiebel, weil ich das einfach ganz gern mag. Da kommen bei mir zwei Knoblauchzehen rein. Ihr könnt natürlich auch diese Knoblauch-Grundstockpaste nehmen. Dann diese 50 Gramm getrockneten Tomaten, die eben abgetropft sind. Dann wird das jetzt das Ganze jetzt für kurze, ich glaube 3 Sekunden, wird das jetzt zerkleinert, genau, auf Stufe 8. Mit dem Spatel wieder nach unten schieben, wie eben immer. Ich glaube, das ist der Lieblingsspruch vom Thermomix. Nein, das passt schon so. Es riecht auf jeden Fall sehr gut, weil diese Tomaten mit dem Knoblauch, das ist voll gut im Hackbraten. Also wer es mag, muss man auch dazu sagen. 20 Gramm Olivenöl kommen da jetzt eben auch dazu noch. Das wird jetzt dann angeröstet. Mit dem Messbecher, einfach für 3 Minuten wird das jetzt bei 120 Grad quasi gedünstet und dann geht es eben schon weiter. Also, genau. Also für 3 Minuten auf 120 Grad Stufe 2 wird das eben jetzt angedünstet. So, wir haben jetzt das angedünstet und das riecht schon wieder sehr gut. Da passt es immer ein bisschen auf, bitte, dass euch nicht da der Zwiebel voll in die Augen, weil das merkt man, dass da Zwiebel drinnen ist. So, was ich einfach immer so cool finde, muss ich echt sagen, jetzt ganz kurz beim Thermomixen. Während das Ganze irgendwie was tut, kann man irgendwie nebenbei wieder alles so auf Vordermann bringen. Ich habe zwar zu Ölding vergessen, aber das ist echt cool. Man hat immer so ein bisschen Leerlauf, wo man ein bisschen was aufräumt. So, jetzt kommt da unser Brötchen quasi vom Vortag. Das habe ich im Wasser eingeweicht, schön ausgedrückt. Das kommt eben, das kommt da wieder rein. Dann kommt eben das Hackfleisch dazu. Das tue ich immer da jetzt einfach so ein bisschen zergatschen, trennen, also dass es nicht so ein Klumpen ist, wenn man es reinhaut. Aber das wird dann eben miteinander vermengt. Genau, also 600 Gramm ungefähr. Es reicht auch locker für 4, also bei uns reicht es in dem Fall für 4 Personen und nächsten Tag für 2 nochmal Mittagessen. Also für 6 Personen dürfte es locker reichen. So, dann 20 Gramm Tomatenmark. Ups, das passt da gut. Dann die 2 Eier. Genau, und dann eben unser Salz.
Pfeffer und Paprika, rosenscharf. Die Mischung einfach da dazu. Und das Ganze, da hilft mir jetzt mit dem Spatel, da brauchen wir jetzt den originalen Spatel, weil da helfen wir jetzt ein bisschen mit. Geben wir ihm ein bisschen Bewegung, da setzen wir den Deckel ab, also den Messbecher ab. Und dann jetzt das Ganze im Linkslauf für eine Minute auf Stufe 5 miteinander vermischen. Linkslauf in dem Fall ganz wichtig, dass es uns nicht das Fleisch zergatscht und matschig macht. Und wir helfen einfach ein bisschen mit dem Spatel, weil doch ein bisschen mehr drinnen ist. Das zeige ich euch jetzt. Einfach einen Spatel einsetzen, einschalten und dann einfach ein bisschen im Kreis drehen, bis ihr merkt, er hat es von selber. So, die Masse kommt jetzt in diesen Ofenmeister. Das rahme ich mir jetzt da kurz auf die Seite, dass ihr das ein bisschen seht. Ich werde es jetzt einfach mal reinklatschen. Nehmen wir das einmal alles da so raus. Ihr seht ja, das ist jetzt so eine quasi faschierte Bretmasse. Das ist jetzt, wird eben der Braten. So. Nach so einem Gericht tue ich zum Beispiel den Topf immer in den Geschirrspüler. Das ist für mich einfach, da war rohes Fleisch drinnen und ist für mich ein typisches Geschirrspülergericht. So, ihr könnt euch jetzt das Ganze einfach mit dem Spatel so schön ein wenig zurecht formen, wie ihr das gern hättet. Das ist ja nicht so genau, dass er ein bisschen höher ist einfach, dass man dann auch Scheiben, schönere Scheiben runterkriegt. So. Genau, und dann lasst es halt eh schön die Form. So. Und das Ganze habe ich mir jetzt persönlich dazu entschieden. Es ist ja ein Schmortopf. Und wir geben ihm da jetzt einfach ein bisschen so eine Tomaten, passierte Tomaten dazu. Und ich lerne mir das ganz ungeniert so über den Braten drüber. Ihr könnt das machen, ihr müsst es nicht, weil ihr macht es jetzt laut Rezept auch in einem, ganz normal in einem Topf oder in einer Auflaufform, wie auch immer. Dann haue ich mir da einfach oben drüber ein bisschen, ein bisschen Salz noch. Aber viel mehr tue ich da gar nicht, weil ich mir das später, wenn es fertig ist, einfach sowieso noch mal kurz abschmeckt, die Soße. Wir haben dann eben auch, wir haben ja da eigentlich da beim Ratatouille die Soße jetzt, aber das ist einfach zum, dass der Hackbraten ein bisschen Flüssigkeit hat. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen zu unseren Kartoffeln. Und zwar wird das Ganze jetzt für 45 Minuten gebacken. Wir müssen dann die Kartoffeln einfach ein bisschen beobachten. Aber ich habe eben doch größere Stücke gemacht, somit brauchen die jetzt sicher nur mal diese 45 Minuten. Und dann ist das alles ziemlich alles gleichzeitig fertig. So, ab damit in den Ofen. So ihr Lieben, jetzt seht ihr da, was wir noch über haben. Das ist nicht mehr sehr viel. Und wir machen uns eben jetzt das Ratatouille. Ihr könnt das entweder eben wie ich jetzt gleich machen oder einfach warten bis 20 Minuten, bevor das Gericht fertig ist, wie ihm jetzt der Thermomix das vorschlägt. Aber es bleibt ja eh warm. Also das bleibt im Mixtopf bei mir, bis das serviert wird und dann drum mache ich das gleich. So, Mixtopf ist gespült, alles ist im Ofen. Und jetzt geht es weiter mit dem Ratatouille. Ich habe immer rote Zwiebel, ich mag das aber ganz gern. Dann diese, ich tue wieder zwei Knoblauchzehen rein. Genau, das wird jetzt wieder zerkleinert. Und zwar für 3 Sekunden auf Stufe 5. So. Das wird mit dem Spatel wieder nach unten geschoben. So, da la. Dann kommt eben unser Olivenöl dazu, wieder 20 Gramm. Circa. Genau.
Dann wird der Messbecher wieder eingesetzt und das Ganze wird jetzt für 2,5 Minuten auf 120 Grad bei Stufe 1 angeröstet. Und dann geht es mit dem Gemüse weiter. So, wir sind jetzt schon beim Gemüse. Wir geben ihm jetzt unser mediterranes Gemüse. Also das ist eben dieses italienische, ne? Diese Zucchini und alles, was ja sehr gesund ist und auch sehr lecker, meiner Meinung nach. Gehen wir dazu. Also ich habe insgesamt jetzt 2, 4, 5, bei mir werden es ca. 600 Gramm sein, weil ich habe von allem ein bisschen mehr. Aber eben 100 Gramm Paprika im Grunde, oder 600 Gramm, von jedem, also 100 Gramm Paprika, 200 Zucchini, 200 Melanzani wäre so der Vorschlag gewesen. Bei mir sind es ein bisschen mehr geworden, wie man sieht, statt 500, 600. Also es wären zwar viel, genau, statt 500 haben wir 600 Gramm. So, 200 Auberginen, perfekt, eine, manchmal ist es, immer schneller, gell? Also das ist irgendwie so. So, eine Dose stückige Tomaten, das sind in 400 Gramm. Braucht man nicht viel abwiegen, das ist immer der Vorteil. Man sieht, leider kein Tara gewesen, aber egal. Es reicht jetzt auch von der Menge her. Ich konnte mir jetzt natürlich von diesen Dings, von diesen Tomaten aus dem Kühlschrank quasi nur überhaupt quasi von der Soße nur ein bisschen was dazu, aber eigentlich reicht es. Die 100 Gramm Wasser dazu. Und eben ein Viertel Teelöffel Salz. Ich habe statt Thymian Oregano, ich mag Thymian nicht so gern. Rosmarin ist bei mir in diesem mediterranen Gewürz drin, genauso wie ein paar getrocknete Tomaten, ein bisschen Oliven, getrocknete aus diesem Olivenhain. Da könnt ihr eben, wie gesagt, rein da, wonach euch ist. So, das kommt da dazu. Schön rausklopfen, das gute Zeug. Und der Messbecher wird eingesetzt, Deckel kommt drauf und das Ganze wird für 20 Minuten im Linkslauf bei 120 Grad auf Stufe 1 jetzt einfach gekocht. Und es wird zu Ratatouille. So ihr Lieben, es ist jetzt soweit und zwar unsere Kartoffeln. Also ihr seht, die Kartoffeln sind außen, also die sind rundum knusprig geworden. Das finde ich jetzt echt schon mal ganz cool. Schauen auch sehr lecker aus. Freue mich jetzt echt schon. Jetzt zeige ich euch nur schnell, wie dieser Hackbraten ausschaut. Der schaut auch super aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt einfach mal den Deckel kurz da zur Seite legen. Was eben bei diesen Stoneware-Sachen wichtig ist, dass man es nicht zu schnell abkühlt. Also dass ich jetzt zum Beispiel den, wenn er aus dem Ofen kommt, dass ich den jetzt nicht dann gleich kalt abwasche oder so. Das wird wahrscheinlich auf Dauer dazu führen oder gleich, dass er springt. Also es könnte zumindest passieren. Das wollen wir natürlich nicht. Der, schaut sehr gut aus, der Braten. So, jetzt machen wir das so. Wir dann das auf die Seite, die Kartoffeln, und richten an. Das Ratatouille ist auch fertig. Also das Ratatouille-Gemüse ist jetzt gekocht. Das heißt, das war jetzt 20 Minuten, ist hat es einköchelt, die Soße ist, ich habe es jetzt abgeschmeckt ein bisschen, da hat es dann einfach ein bisschen salzen, Pfeffer, nur wenn es wollt. Man sieht, es duftet, also man sieht, es duftet, man sieht, es ist sehr farbenfroh, es riecht super lecker, schmeckt auch köstlich. So, jetzt haben wir uns den Teller da mal kurz zur Seite, holen uns den Braten da raus. Ihr seht, wir haben jetzt ein bisschen eine Soße eben da dazu, das finde ich eigentlich ganz gut. Das mag eben bei mir eigentlich jeder. Darum gibt es immer Soße. Die könnt ihr jetzt natürlich nur abschmecken. Habe ich jetzt nicht vor, weil ich glaube, dass da sehr viele gute Sachen in der Soße sind. So, und jetzt schneiden wir uns den mal an und schauen uns das an, wie er ausschaut. Oh ja, schaut, ups, da rinnt uns jetzt das Ganze nach unten, weil er sehr saftig ist, wie es ausschaut. Also, er verliert nur sehr viel Flüssigkeit. Was kein schlechtes Zeichen ist, bitte. So, da legen wir uns einfach jetzt das da her. So, genau. Und wir dann jetzt ganz einfach einmal eine Scheibe Hackbraten auf dem Teller. Er schaut echt wunderbar aus. Von der Farbe, von allem, also richtig, richtig schön geworden. So, dann stellen wir uns das jetzt auf die Seite. Der wird jetzt eh nicht so schnell kalt. Dann kommt da ein bisschen Ratatouille.
Stand. So ein Schöpfer-Ratatouille. Wer mehr mag, mehr. Und wer weniger mag, weniger. So. Dann eben Kartoffeln. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Die Formen sind sehr heiß, aber das ist ja generell ein Backblech oder was auch man es raustut. Ich wollte das eben jetzt nur noch mal kurz erwähnen. Genau, und dann gibt es da ein paar Kartoffelspalten nur dazu. Eben je nachdem, wie viel wer mag. Das könnt ihr da jetzt ganz individuell anrichten. Das finde ich eben in dem Fall jetzt cool. Und, also bei dem Gericht einfach toll. Und da kommt jetzt einfach nur ein bisschen eine Soße über den Hackbraten drüber. Dass wir da ein bisschen eine Flüssigkeit auch haben. So. Und unser hübsches Gericht ist angerichtet. Eben ein Hackbraten. Ich würde ihn sogar fast italienisch nennen, weil er echt sehr mediterran angehaucht ist. Hackbraten mit Kartoffeln und Ratatouille. Ich hoffe, dass ihr jetzt ganz viel Spaß habt beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr macht ihn nach. Wünsche euch natürlich bis zum nächsten Mal einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Und genau, also für jeden, dem das Video jetzt gefallen hat, bitte gerne auf Gefällt mir klicken, abonnieren und die Glocke aktivieren, dass keine Videos mehr von uns verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch zu kochen. Jetzt werden wir mal genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!